Die gehen bitte nach hinten. Da kommen ein paar nach vorne. Obwohl, die bleiben dort soweit erstmal. Leute erreichen. Sehr gut, dann kriegen wir auch ganz starke Bogenschützen gleich. Na komm, beschießt euch doch nicht gegenseitig da, ne? Oh, zurück. Und dann ist gut. Wunderbar. Die Sphinx hier brauchen noch zwei Bretter. Dafür noch fünf Bretter. Dafür eine Spitzhacke jetzt. Sehr schön. Haben wir hierfür noch Minenarbeiter? Ja, sieht so aus. Okay. Ja, dann kriegen wir diese Edelsteine dazu. Füllen wir das Lager. Schön. So, Bogenschützen jetzt auch hochgepusht. Dann kann es ja jetzt richtig losgehen hier. Oh, da sind ein paar Sensen jetzt da. Hat hier so viele gemacht. Achso, wir haben ja ein paar im Bau. Stimmt, ja, wir haben noch ein paar Getreidefarmen hier im Bau und deswegen so viele Sensen. Dann stimmt das ja. Mal ab, der kriegt den Edelstein Button. Oh, der ist ja komplett rot hier. Komm, heil dich mal hier. Wir brauchen jeden starken Mann hier. Wenn er noch so schwach ist. So, Hammer ist immer noch nicht ganz so. Das ist natürlich doof, aber na gut. Und so. Die Vibesbilder, die kriegen wir noch platt hier. Wenn die aber nur so einzeln angreifen, ist es halt sehr mager. So, wir brauchen noch sehr viel mehr Kohle. Da ist schon so viel Kohle. Wird mal langsam alles hierher kommen. So, das Wohnhaus ist fast fertig. Da brauchen wir nur noch 8 Steine. Das hier ist fertig. Mal zurück hier. Halt dich auf Abstand, Freundchen. Sehr gut. Sehr gut. Und die letzte hier noch. Hier, Gold haben wir auch schon wieder ein bisschen. Das läuft doch. Und das Wohnhaus wird jetzt auffällig. Sehr gut, da kommt der letzte Stein. Cool, haben wir hier richtig viel. Ach du Schande. Aber da sind zu wenig Träger hin gerade noch. Ja, mal ein bisschen mehr laufen. Nahrung haben wir auf jeden Fall genug da. Hm.
So. Die Getreidefarm ist fertig, sehr gut. Da fehlen jetzt noch zwei Steine und bei der hier fehlen noch drei. Okay. Ne, Bretter. Entschuldigung. Da kommen zwei Bretter schon mal an. Und dann haben wir noch mehr Nahrung. Genau, die Hexe bloß weg. So. Träger haben wir jetzt auf jeden Fall genug. So, das Ding ist fertig. Da fehlen auch nur zwei Bretter. Eins kommt gerade. Schon fast down, ey. Der muss auf jeden Fall schnell mal zum Notarzt. Dankeschön. So, wenn wir wirklich angreifen sollten, nehmen wir den Priester natürlich noch mit. Der dann die Bogenschützen da auf jeden Fall mal lahmlegen könnte. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr große Hilfe dann. So, was mit den Edelsteinen? Da kommen so wenig. Aber gefunden haben so viel. Na gut, die ganzen Trivia sind jetzt unterwegs, denke ich mal. Wir holen jetzt die Kohle und Gold und Eisenz und was weiß ich alles. Das fließt jetzt erstmal gerade. Okay, eine Sense liegt da noch, das ist dann für die Getreidefarm hier. Das sieht doch ganz gut aus. ...63 hier. So, Soldaten werden zum Glück immer mehr. Auch stärker. Was will man also mehr? Na komm, baut weiter hier. Hier, vier Männer kicken. Na, die Eisenschmelzen, die brauchen auf jeden Fall ganz viel Kohle gerade. Die kommen nicht so wirklich hinterher. Kommt da eine größere Macht und will mich hier attackieren, das gibt's nicht. Naja, so groß sind sie auch nicht. Die paar Soldaten. Und ich werde zum Glück auch mal stärker. So, die feine Dame noch. Na gut, und tschüss. Gleich wieder zurück erstmal in unser Land. 76, okay. Gut, dass wir so viele Lager gebaut haben. Ach, kommt schon. Mädels, lasst mich doch mal. Komm zurück. Der Aussichtsturm ist auch gleich fertig. Sehr gut. Danach kommt das Lazarett. Wunderbar. Dann können wir uns noch ein bisschen mehr heilen. So, die beiden Damen machen wir auch mal weg hier. Sehr gut, jetzt haben wir ein bisschen Überblick hier. Jetzt können wir wenigstens frühzeitig schon erkennen, ob die angreifen oder nicht. Na gut. Selbst wenn, kommen wir eh nicht durch hier. Da ist alles drin, alles dran. 93%, sehr gut.
Das Sphinx ist auch schon fertig. Bier ist genug da. Hier ist schon alles weg, aber Nahrung ist noch da oben sehr viel. Okay. Kann man ja bald schon angreifen. Es dauert nicht mehr so lange. Wir brauchen eigentlich nur die Soldaten dafür. So, sehr gut. Kohle kommt. Fließt weiterhin alles, sehr schön. So wie es soll. Werkzeugschmiede brauchen wir zum Glück nicht mehr. Und die Speerkämpfer haben wir jetzt auch gestärkt. Sehr gut. So, Freund Blase, du gehst mal hier hoch. Genau. Und du auch hier. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wieder eine. Ah, die Nerven, die Weiber. Aber ich kann bald angreifen, also von daher. Gehen die mir nicht mehr lange auf den Keks. Schwertkämpfer, Bogenschütze. Noch ein Bogenschütze. Lasst mich in Ruhe. Hab doch keine Zeit für euch. Ich will auch nur meine Job erledigen hier, ne? So. Ja, kommt, haut den weg. Da kommen jetzt wieder ein paar. Okay, gut, dann werden wir das mal bald beenden hier. Soldaten kommen ja schnell. Kampfkraft kommt auch gut. Ich hoffe, der Angler fängt ein bisschen mehr Fisch als der da oben. Na komm schon. Soll ich mal bald bei euch einreißen, damit ihr mal endlich aus dem Knick kommt hier. Dass ihr wisst, dass ihr gegen mich keine Chance habt. So, mal her. Ich glaube, ich mach's mal. Ich greif mal an. Vorher speichere ich noch vorsichtshalber. Unten. Dann ziehen wir es mal durch hier. Kann ja nicht sein. Geht mir schon die ganze Zeit auf den Puffer. So, wir sind ja bis 2, 3 drin. Okay, das ist ein großer Turm. Naja, nehmt den mal. Ich sammle hier vorne mal ein paar. Ist erstmal vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver. Mal schauen. Vielleicht kommt auch mehr draus. Haut die Hexe mal weg. So. So wird ein Schuh draus. Der Turm ist gleich unser. Sehr schön. Helfen. Ihr könnt hier mithelfen. Der Turm muss auch der meiner sein, jawohl. Was wollt ihr denn da oben? Warum habt ihr da oben nicht zu suchen? So,
wunderbar.